begrüße ich Sie alle ganz recht herzlich heute zu einer neuen Veranstaltung von Rund um die Welt. Wir haben ja schon so einige Länder, haben wir ja schon durch. Ja, und China, Iran war dabei, Kroatien, Griechenland war dabei. Und heute heißt es halt Sri Lanka. Das ist das ehemalige Ceylon, wie es vielleicht noch vom Tee noch kennen. Ja, das ist Sri Lanka-Tee. Hört man heute kaum, aber Ceylon-Tee ist noch eine Marke. Und ich sage Ihnen allen ganz herzlich Vanakkam. Das ist Tamilisch, das ist das zweite Wort Tamilisch, was ich gelernt habe. Das andere ist Nandri. Und Nandri sage ich heute zu ganz vielen, weil das heißt Danke. Danke. Ja, wir Citykirche bietet das wie immer an. Allerdings hätten wir es alleine nie stemmen können. Deswegen sind wir froh, dass wir von der internationalen Liste der Herrn Yannis Koudoulakis haben, den ich auch recht herzlich begrüßen darf, der sehr rührig im Vorfeld mit der Organisation, mit allem beschäftigt ist, was ich nicht leisten könnte. Und er hat vor allen Dingen die Kontakte. Und er hat zum Beispiel den Kontakt zu Herrn Bala Azokan, den ich auch recht herzlich begrüße heute Abend und mich freue, dass er da ist. Er ist vom Tamilischen Kulturverein. Ja, da darf man gerne klatschen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Oberbürgermeister Uwe Richrath, der es möglich gemacht hat zu kommen. Deswegen haben wir auch die Zeit etwas vorverlegt, weil er hat noch einen Anschlusstermin. Ein Bürgermeister, der ist viel gefragt, viel gefordert. Und wenn wir so einen guten haben wie den Herrn Richrath, ja, dann reißen die Leute sich um ihn. Doch, kann man so sagen. Da dürfen Sie. Und da freue ich mich, dass wir ihn heute Abend hier haben. Wir werden ihn auch ganz zu Anfang einsetzen. Er darf dann ein Grußwort gerne sagen. Und was ihm auf dem Herzen liegt, darf er natürlich auch von sich geben. Dann gebe ich mal weiter an den Yannis und an den Herrn Azokan. Natürlich freuen wir uns ganz besonders, dass unser Oberbürgermeister Uwe Richrath uns wieder beehrt hat. Und Herr Schiffer hat es ja auch dann gesagt, dieses Projekt rund um die Welt scheint wirklich eine Rede zu sein. Und schon am 25. Mai geht die Reise nach Italien. Den Termin bitte notieren. Dann wissen Sie, was wir am 24. zu tun haben, also nämlich hier hinzukommen. Diesmal sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir als Partner die tamilische Gemeinde in Leverkusen dann gewinnen konnten. Wir, das sind die Kirche Leverkusen und die internationale Leverkusen, wir sind ja die stärkste Fraktion im Integrationsrat. Ich freue mich auch, dass sehr viele Mitglieder des Integrationsrates hier sind und auch die Vorsitzende des Integrationsrates, die Frau Buchner. Und wir gehen davon aus, dass wir heute, und wir sind sicher, einen sehr interessanten Abend verbringen. Dank der tamilischen Gemeinde Leverkusen. Wollen Sie noch was sagen? Dankeschön. Ja. Herzlich willkommen alle Anwesenden und Anwesenden und meine liebe Kollegin von der Integrationsrat, Vorsitzende Frau Buchner und für unsere Landsleute ein großes Danke für Uwe Richrath, hat er genug zu tun und das ist unsere Einladung, hat es genommen und hier ist schon da. Der hatte natürlich nächster Termin, der geht gleich weg. Aber trotzdem, hier muss man Dankeschön und unsere Landsleute und meine Freunde, Freundinnen, alle. Wir haben eine Überraschung für meine Doktor, beide sind da, ich bin alles vorbereitet.
Hier muss man noch gucken. Also kann euch hier vorne kommen und okay. Jetzt herzlich willkommen, Herr Uwe Richard. Ein Wort. Vielen Dank für die lieben Worte. Wir kennen es ja schon etwas länger auch. Ich bin gerne bei euch. Und natürlich ist es, Oberbürgermeister, es hat man viele Termine, aber ich würde am liebsten heute Abend hier bleiben. Ich muss wirklich leider weg und das tut mir auch leid. Ich finde es immer ein bisschen unfreundlich, wenn man sagt, ich komme und bin in einer kurzen Zeit wieder dann durch die Türe durch. Ich bin jetzt 110 Tage, 120 Tage im Amt, gefühlt schon ein bisschen länger. Das ist eine große Aufgabe und ich würde das auch sagen, ihr habt die Liste hinterliefert eine wichtige Aufgabe in Leverkusen. Auch der Integrationsrat hat eine sehr wichtige Aufgabe. Und die Tradition gibt es schon sehr lange, dass wir mit verschiedenen Nationalitäten in dieser Stadt, die geprägt ist von Industrie, geprägt ist von Zuwanderung, die uns groß gemacht hat und natürlich auch geprägt von Kultur und Toleranz. Sie wissen alle, mich hat das sehr bewegt, was am Wochenende in Deutschland stattgefunden hat. Wir haben eine zusätzliche Parteienlandschaft. Ich kann sie nicht richtig einschätzen, wo die Reise hingeht. Ich weiß nur eins, wir in Leverkusen müssen stark zusammenstehen, was wir bisher auch immer gemacht haben, mit dem Integrationsrat zusammen, mit dem Rat der Religion, mit den Kirchen zusammen, im Dialog mit den verschiedenen Kulturen als Bereicherung zu sehen. Und wir müssen verstehen, dass Deutschland, Europa auch ein Land der Zuflucht ist. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die kennen das vielleicht viel, viel besser als ich, die ein Zuhause haben, eine Heimat haben, wo man nicht leben kann. Umso wichtiger ist, dass man auf der Welt Freunde hat, dass man Menschen hat, die ja, die Gastfreundschaft und auch die Stärke haben, Menschen aufzunehmen. Auch wenn es in vielen Kreisen der Gesellschaft sehr kritisch betrachtet wird, ist es für mich eine Aufgabe der Menschlichkeit, das weiter in der Politik, ich als Oberbürgermeister, voranzutragen, mit euch zusammen und heute auch ein wenig mit deinen Töchtern, die ich ja schon kenne auch, die heute wunderbar gekleidet sind. Ich kriege schon richtig Appetit auf Sri Lanka, also auch von den Speisen her. Ja, einfach zu entdecken, dass die Welt wunderschön ist und dass Menschen natürlich auf der Flucht sind, nicht weil eben andere Landstriche schlechter sind, sondern weil einfach gesellschaftliche Verhältnisse eben manchmal sehr schwierig sind. Viel Spaß heute Abend, es gibt leckeres Essen und viel Spaß nochmal bei dem Vortrag. Vielen Dank. Bevor jetzt die beiden Töchter von Balaschkan, nämlich die Samidi und die Tachalini, uns hier durch die Reise führen, möchte ich noch einige Ratsmitglieder hier anwesenden begrüßen. Den Andreas Eckloff, Rüdiger Scholz, Gerd Mosorowski. Wenn ich sonst jemanden nicht gesehen habe, soll sich melden. Und wir freuen uns auch, dass der Herr Moos da ist, der Chef der Wohnungsbaugesellschaft Leverkusen. Dankeschön. Und jetzt haben das Wort die beiden Schwestern Samidi und Tachalini. Ja, von mir noch eine Sache. Sollten wir jetzt irgendjemanden vergessen haben, besonders zu begrüßen, seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Fühlen Sie sich da ganz besonders persönlich angesprochen. Ja, es kann schon mal passieren, dass wir irgendjemanden übersehen. Nicht böse gemeint, ja, alle sind willkommen. Dankeschön. Und jetzt. Ja, von uns auch nochmal ein Appell an ihn. Falls wir jemanden vergessen sollten, tut es uns sehr leid, aber wir heißen euch alle ganz herzlich willkommen. Nun nochmal, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Uwe Richard, liebe Freunde unserer und anderer Nationen, Bekannte, Presse. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und wir danken Ihnen ganz sehr, dass Sie heute bei uns zusammen sind. Nun das Wort an Shamili Asuka. Auch von mir nochmal alle herzlich willkommen. Jetzt bitte ich Sie alle kurz zurückzulehnen
und lassen Sie sich durch unsere Präsentation führen. Das Land, womit wir uns heute befassen werden, war vor ganz vielen Jahren, existierte es in dieser Form noch gar nicht. Vor 200 Millionen Jahren war der indische Subkontinent, gehörte der zu den Gondwanland, und nach der Theorie von der Plattentektonik trennte es sich von dieser und steuerte in Richtung asiatische Platte. Vor 45 Millionen Jahren kam es zu einem Zusammenstoß mit der asiatischen Platte und das aktuelle Sri Lanka trennte sich von dem indischen Festland. 600 bis 3500 vor Christus war Indien und Sri Lanka, da konnte man noch nachweisen, dass sie beide noch verbunden waren. Heute sind die letzten Spuren nur noch die Adamsbrücke zwischen Talaimannar und Rameshwaram in Indien. Nachdem Kaiser wie Zangilien und Ellalen Sri Lanka erobert hatten für viele Jahre, begann die Kolonieherrschaft mit den Portugiesen von 1517 bis 1658. 1658 bis 1796 wurde diese gefolgt von der holländischen Herrschaft und anschließend ab 1802 nannten die Briten die Insel unter ihrer Herrschaft British Crown Colony Ceylon. Hierbei ist zu erwähnen auch, dass die Portugiesen und die Holländer es nicht geschafft hatten, den Jaffna-Tamil-Kaiser zu erobern, also den Bereich von ihm zu erobern. Erst nachdem die britische Führung kam, musste er sich geschlagen geben. Die Unabhängigkeit des Landes erfolgte am 4.2.1948, eine Demokratie mit wechselnder Regierung. Ab 2009 gelingte es Sri Lanka wieder zu einem Neuaufbau. Zu Marco Polos Zeiten hieß es noch Ceylan. Die Portugiesen nannten es Ceylão, die Holländer Ceylan und für die Briten war es Ceylon. Jetzt, ab dem 20.05.1972, trägt das Land den Namen. Wir präsentieren ihn heute, Sri Lanka. Die Insel liegt zwischen dem 6. und dem 10. Grad nördlicher Breite und 79. und 82. Grad östlicher Länge im Indischen Ozean Asiens. Die kürzeste Entfernung zwischen Indien und Sri Lanka beträgt 54,8 Kilometer. Von Norden bis Süden beträgt die Länge 445 Kilometer und von Osten nach Westen 225 Kilometer. Der höchste Berg ist mit 2534 Kilometern der Bidurdalegale-Berg und der längste Fluss, die Mahaveli Gange, mit 335 Kilometern. Sri Lanka, ein Inselstaat, offiziell Demokratisch-Sozialistische Republik Sri Lanka auch genannt, wird auch oft als die Perle am Ohr Indiens genannt, symbolisch. Die Hauptstadt ist Sri Jayawardenepura, de facto Colombo, so wie wir es kennen. Die Fläche beträgt 65.610 Quadratkilometer, das heißt also gar nicht mal größer als unser Bayern. Und teilt sich in 9 Provinzen und 25 Distrikten ein. Es leben 21,87 Millionen Menschen in Sri Lanka, davon hauptsächlich Tamil, Singalesen und Moors. Dementsprechend kann man auch Hindus, Buddhisten, Christen und Moslems dort auffinden. Neben diesen leben auch, ganz interessant, ca. 3000 Deutsche in Sri Lanka. Der Bevölkerungswachstum ist bei 0,9%. Der HDI, das heißt der Human Development Index, beträgt bei 0,75. Das entspricht bei einem Ranking in etwa dem 73. Land von 188 Ländern insgesamt.
Die Lebenserwartung liegt schon bei 75,2 Jahren. In Sri Lanka zahlt man mit Sri Lanka Rupees, nicht zu verwechseln mit Indian Rupees, welche auch fast gleich genannt werden. Und das Land liegt in der Zeitzone UTC plus 5,5 Stunden. Die Natur Sri Lankas fasziniert einen immer wieder aufs Neueste. Sri Lanka ist ganz berühmt für seine exotischen Früchte. Dazu zählen vor allem Mango, Papaya, Guava, Peschenfrucht, heute auch Maracuja genannt, und die Yak-Frucht. Letzteres ist die größte essbare Frucht überhaupt. Typisch für das Land sind auch die Gewürze, wie zum Beispiel Zimt, Ingwer, Vanille, Kardamom, Safran, Zitronengras und natürlich Chili. Eine Besonderheit stellt die Kokospalme dar. Die Palme lässt sich von oben bis unten, also von den Blättern bis zu dem Stamm, komplett verwerten. Aus dem Stamm und den Blättern kann man Häuser und Hütten bauen. Das Wasser aus der Nuss im Inneren dient zur Erfrischung. Als Brennmaterial Becher oder Löffel kann die Schale der Nuss verarbeitet werden. In der kulinarischen Küche verwendet man die Milch und das Fleisch zum Kochen. Aus der Kobra kann Rohstoff für Öle, Seifen und Margarine gewonnen werden. Die Faser der Nuss außen herum benutzt man für die Herstellung von Stricke, Matten, Bürsten und Kleidung. Und zu guter Letzt die Palmensaft, daraus stellt man Palmenmost, Essig oder Schnaps her. Hier sehen wir nochmal ein ganz schönes Bild, in der Mitte die Kokospalme. Sie ist üblicherweise ganz hoch auch. Auch der Stamm ist auch ganz dünn, oben die ganz riesengroßen Blätter und die Kokosnüsse in der jüngeren Form. Links sehen wir die ganz typische Kokosnuss, wie wir sie auch im Markt kennen, mit den drei Punkten auch. Darüber schräg rechts ist die Kokosnuss geöffnet und darüber nochmal sieht man nur, das sieht sehr ähnlich aus wie die Kokosnuss, ist aber nur das innere Leben, also nur das Fleisch von der Kokosnuss. Rechts sieht man die Kokosnuss in dieser Kobra drin, das ist dieses fasernförmige, und darüber nochmal ein Querschnitt von der Kokosnuss, beziehungsweise vom Fleisch. Zur Gruppe des Großwildes gehören Tiere wie Leoparden, Samba-Hirsche und Elefanten. In Panavala gibt es sogar ein Elefantenwaisenhaus. Sri Lanka, genau, ein Elefantenwaisenhaus. Haben Sie richtig gehört? Sri Lanka hat zudem noch eine überaus ragende Vogelvielfalt. 33 von 400 Arten insgesamt gibt es nur in Sri Lanka. Hier nochmal ein Bild von einer Vau im Nationalpark Sri Lanka. Wir kennen ja typischerweise die Vauen mit den Flügeln ausgestreckt. Hier sieht man ganz schön, wie die Federn, wie lang die einfach nur sein können. Auf der Insel herrscht tropisches Klima, das heißt also warme Temperaturen und hohe Feuchtigkeit. Im Südwesten ist es feuchter. Die Regenfelder sind vom April bis Juni und vom Oktober bis November. Im Nordosten ist es eher dann trockener, die Regenfelder von Dezember bis Februar. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 16 Grad im Hochland und bei 32 Grad in der Nordostküste. Der kälteste Monat ist der Januar und der wärmste der Mai. Nun zur Landschaft, dann haben wir es auch mit der Natur geschafft. Das Land lässt sich in drei Hauptlandschaften einteilen. Zentrales Hochland mit den Regenfeldern, die Tieflandebene und die Küstenbereiche. Die nördliche Halbinsel hat die Besonderheit, dass es aus Kalkstein besteht. Vor 50 Jahren, im Zeitalter von Miozans, war das ursprünglich ein unterirdisches Labyrinth gewesen und später ist es an die Oberfläche angeschwommen. Und hat heute noch die gute Eigenschaft, dass es Wasser speichern kann und davon profitieren auch die Einheimischen heute noch. Der Rest der Insel besteht aus kristallisiertem Gestein, wie zum Beispiel Quarz, Gneisen, Schiefer und anderen Naturbaustoffen.
Sehenswertiges, auch bedingt durch die wundervolle Natur, gibt es in Sri Lanka ganz viele. Das können auch diejenigen von Ihnen sagen, die Sri Lanka schon mal besucht haben als Touristen. In Sigiriya existiert der Felsentempel. Touristen besuchen diesen zahlreich, um die Wolkenmädchen dort zu bewundern. Diese sollen 1500 Jahre alt gewesen sein. Die Urkunft ist aber unbekannt. In Nallur findet man den Kandaswami Koil. Das ist einer der wichtigsten religiösen Zeichen in der Nordprovinz und ist heute noch ein Vorbild für die Nachbauten in der EU und in den USA. Das Swami Rock in Trichomalas mit dem Hindu-Heiligtum Koneswaram hat seinen Tempel auf der Spitze, wie man auf dem Foto sieht, des Bergs. Und die letzteren beiden, die ich Ihnen genannt hatte, sind beides eines von fünf von Shiva, dem Gott überhaupt, geweihten Ishwara-Tempel. Zu guter Letzt haben wir in Trichomalas, auch bekannt als Tringo, wie wir alle sagen, den Naturhafen. Das ist einer der Tiefwasserhafen auf der Welt überhaupt. Das war's von meiner Seite. Jetzt kommt eine kurze Rede von Herrn Andreas F. Eckloff über die Eindrücke und die Erfahrungen über Sri Lanka, die er gerne mit uns teilen würde. Ich bitte Herrn Andreas F. Eckloff auf die Bühne. Oder auch mit. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister Richard, meine lieben Damen und Herren, ich hatte das große Vergnügen, mit dem Vorsitzenden der tamilischen Gemeinde in Bala Asukan gemeinsam vor ja nicht mal vier Wochen sein Heimatland, ursprüngliches Heimatland, gemeinsam besuchen zu dürfen. Und das war eine ganz faszinierende Reise. Das zweite Mal für mich in den Tropen, ja wenige, ja praktisch direkt am Äquator gelegen. Die Vielfalt der Arten, die wir hier so gar nicht kennen. Eine Überraschung, man fährt linke Seite, das ist noch von den Engländern offensichtlich so. Und vor allen Dingen überraschend, dass wenn man zum Arzt geht, es zwei verschiedene Arten von Ärzten dort gibt. Nämlich einmal die Schulmedizin, was wir hier haben, und dann die Ayurveda-Medizin. Das ist eine Naturmedizin, über die Jahrhunderte gewachsen und beide sind Ärzte, sind Doktoren, es wird beides gelehrt an den Universitäten dort. Und die Besonderheit ist eben, dass das sozusagen Tür an Tür geht. Über 2000 Heilpflanzen, die dafür verwandt werden, ist natürlich etwas zeitaufwendiger als die Schulmedizin, aber ich hatte mir direkt nach der Ankunft den Arm gebrochen und, wir haben dann alle zwei Tage einmal Ayurveda zwei Stunden gemacht bei den Spezialisten dort im Zentrum und bei den Ärzten und wenigstens der Schmerz hat nachgelassen, so konnte ich wenigstens schwimmen und so ein bisschen Freude haben und natürlich die Reise weiter fortsetzen. Ja, was hochinteressant ist, die Elefanten. Viele freie Elefanten, man kennt das hier gar nicht, man fährt also mit dem Auto und plötzlich marschiert da so eine Elefantenstraße lang. Übrigens genau an der Linie entlang. Haben wir uns alle sehr gewundert. Ja, es war keiner, der dort in der Aufzugstation war, aber der musste offenbar, dann muss am Linie lang gehen, dann fanden Busse und Autos und dran vorbei. Da sind wir auch schon beim Thema Verkehr auch. Oh je, ich habe immer, wenn ich zu Hause angerufen habe, immer gesagt, Mensch, jetzt kenne auch ich, dass ich morgen Abend noch anrufen kann. Denn wir haben zwei Fahrspuren, eine in die eine Richtung und die andere, da fahren alle. Da fahren die Busse, da fahren die Lastwagen vor allen Dingen, aber diese Töfters, das sind also diese Dreiräder. So, und dann wird natürlich überholt. Ne? So, und wir hatten das große Glück, einen Reiseführer für beide zu haben und der gleichzeitig unser Fahrer war, der auf unser und auch auf sein eigenes Leben bedacht war. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, dann haue ich also beim nächsten Mal, wir haben schon gesagt, nächstes Jahr fahren wir wieder zusammen hin. Da werden wir auf jeden Fall, also diese ganz weiten Strecken brauche ich nicht mehr. Was ich noch sagen kann, man kann durch die Straßen fahren, es ist wirklich, es ist Urwald. Ne? Und wir haben ganz wenig. Wie heißen diese Palmen? Da sind wir ja zum Schluss hin. Ich meinte jetzt diese Ölpalmen. Ja, genau, das kenne ich so viele und die eine. Also mit den Ölpalmen.
Das ist ja in den vielen tropischen Gebieten, Brasilien, Afrika, überall und in den Globus, werden diese Ölpalmen angebaut, weil die also sehr, sehr lukrativ sind und da wird also der Urwald für abgeholzt. Und das haben wir also in Sri Lanka, Gott sei Dank, bisher relativ wenig gesehen. Es gibt einen Präsidenten, natürlich, die schimpfen genauso über die Politiker wie wir und in anderen Ländern, das war auch ganz interessant. Und wenn man in die Hauptstadt Colombo kommt, dann sieht man eben auch, dass wir also in Asien sind. Da denkt man eher so an Dubai, da sind auch große Projekte geplant, städtebaulich, so hochmodern. Das ist also am Kommen. Da kann man also auch sehen, seit gut zehn Jahren ist jetzt der Bürgerkrieg vorbei. Und sobald wieder Krieg vorbei ist, dann geht es aufwärts, dann kann sich wieder ein Land entwickeln und das tut es in wunderbarer Art und Weise. Vielleicht noch ein Wort, gerade auch im westlichen Bereich dieses Landes ist es also komplett tropisch, das geht dann auch bis hinein in den Waldbereich. Dann im Zentrum, wir haben das, oder man sieht es auch, sind die Gebirge, das ist dann eher so savannenartig. Da leben die wilden Tiere, also beispielsweise die Elefanten, aber auch Leoparden, Krokodile leben dort. Nicht ganz oben, sondern im Osten dann, damit ich alles zusammen schmeiße. Und im Ostteil ist es etwas trockener, auch bis hinein in den Bereich direkt am Meer, aber auch teilweise ganz tolle Strände. Wir haben da einen Strand, White Beach nannte der sich. Haben wir besucht. Die Touristen sind natürlich in allererster Linie, wenn sie nicht gerade auf Safari sind, außen an den Grenzen zu beobachten. Natürlich da, wo das Meer ist. Es hat immer so zwischen 28 und 30 Grad. 32 Grad die Lufttemperatur ist schon ganz schön warm. Und jeden, der Interesse daran hat, dort auch mal hinzureisen, ich bin jetzt das erste Mal dort gewesen und ich habe einen großen Fehler gemacht, den würde ich Ihnen sagen, das sollten Sie möglichst vermeiden. Moskitos. Es gibt dort Moskitos. Zweierlei Arten von Moskitos. Also die Polizei wird von den einheimischen Moskitos genannt. Das sind also die einen Moskitos. Und dann gibt es aber auch noch die echten Moskitos. Und beim nächsten Mal nehme ich hier so ein Mittelchen mit, so autark. Und wenn man dann trotzdem gestochen wird, dass man da nicht. Weil dann juckt wie verrückt. Man kann sich nicht vorstellen, man sitzt da abends, geht's los und man juckt sich und so weiter. Also ein traumhaftes Land. Ein echtes Paradies, so hieß übrigens auch die Insel, wo man die eine kleine Insel vor Sri Lanka, wo wir die letzten 4 Tage verleben durften, wo der Bentota Club ist. Das ist mal von einem deutschen Reiseveranstalter, von TUI Robinson, gegründet worden. Aber da gab es von Anfang an wohl eine Absprache, dass das in etwa so 2 Jahrzehnte in deutscher Verwaltung steht und dann jetzt an die Einheimischen übergegangen ist, die das jetzt also weiterführen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Dort ist auch eine Aufzuchtstation für Wasserschildkröten und das kann man eben nur empfehlen, jedenfalls dann, wenn man so Mittelchen dabei hat gegen die Moskitos. Ja, so viel vielleicht als ein kurzer Eindruck dessen, was ich dort erleben durfte.